Na, seht ihr den? Ja? Seht ihr den? Das ist schon der dritte. Ja, das hat mich so überwältigt hier oben, als ich rausgekommen bin, dass ich hier überhaupt nichts mehr gemerkt habe. Also, gegen zwei habe ich schon erfolglos gekämpft. Einer ist explodiert, den anderen konnte ich noch rechtzeitig umhauen. Hier steht ein dritter Sprengwurm und schaut mich jetzt hier fragend an, voller Erwartung. Ich würde jetzt hier auch gerne mit ihm noch sprechen, aber ich habe jetzt inzwischen gelernt, die sind nicht sehr gesprächig. Na? Ja, kommst du mit in meine Höhle, dann kann ich dich umfangen. Aber das ist jetzt so weit weg. Oder es ist jetzt hier, vielleicht arbeiten die auch wie so hier so eine Herde, ne? Der lenkt mich jetzt hier ab und in der Zwischenzeit kommen von der anderen Seite irgendwelche Creeper, ne? Huch, jetzt hätte ich den doch fast aus den Augen verloren. Naja. Also du kannst jetzt da gerne stehen bleiben und zugucken. Ja, aber du musst dabei dich gut benehmen. Na, du kannst jetzt hier also jetzt nicht den hier so ein Heini rauskehren lassen und rumprollen, ne? Also, du kannst gerne hier zugucken, du darfst gerne bleiben. Aber da musst du auch lieb sein. Denn ich habe hier zu tun. Ja, jetzt guckt er ganz traurig, ne? Irgendwie guckt er jetzt ganz traurig, findet er nicht. Willst du unbedingt explodieren? Ja? Ach, na gut, dann. Hehehe. Dein Sprengpulver war verlockender. Ja, man kann mit denen auch mal ganz nett spielen, ne? Wenn sie eigentlich immer so überraschen. Also hier, der Überraschungseffekt, ne? Ist aber nicht besonders schlimm. Ich bin hier das Treppenhaus hochgekommen. Ich habe jetzt einfach mal das Treppenhaus auf einer Seite durchgebuddelt. Das ist ziemlich hoch. Aber warum nicht? Ne? Ich finde das ganz gut. Hier oben wollte ich dann halt... Hat da schon wieder sich irgendwas bewegt? Nee. Sind wir sicher, glaube ich. Ja, hier möchte ich gerne irgendwie so einen Eingangsbereich bauen. Das ist natürlich extrem unübersichtlich hier oben. Deswegen werde ich das, glaube ich, etwas verschieben. Ich habe noch keine Idee, wie man das hier oben so gestalten könnte, damit das auch wirklich irgendwie Sinn macht. Ne? Also würde ich sagen, ich mache das hier erstmal wieder zu. Ich weiß ja jetzt, wo es lang geht. Ja, und jetzt kann ich mich entschließen. Ich kann auch vielleicht mal versuchen, auf der anderen Seite einfach hochzugraben. Ja, und dann mal gucken, wo wir da auskommen. Vielleicht ist das ja irgendwie netter. Ja, das kann ich ja mal eben machen. Das dauert nur irgendwie das ganze Video. Ja. Ihr seht ja, da muss hier alles weg. Ja, aber ihr guckt euch das unheimlich gerne an, ne, wenn ich jetzt hier so Stein und Geröll weghaue. Wieder im Dunkeln, wie ihr das von mir so kennt. Ne? Licht gibt's auch woanders, sag ich immer. Gut, jetzt hier hoch. Licht hat jeder. Ach, den nicht. Der ist wieder falsch, wenn ich das mache. Wollen wir eben auf der anderen Seite noch gucken, wie ich die Decke denn gemacht habe hier. Warte mal, da geht man eine, zwei Etagen hoch und dann hat man das hier so vor der Nase. Ja, und zwei Etagen, ja, ah, so. Eins, zwei, und dann müsste dann hier so, ne? So ist doch richtig, oder nicht? So müsste es eigentlich stimmen. Ja, das sind dann wieder so symmetrische Sachen. Bei sowas hätte ich das dann doch ganz gerne, ne? So Treppenaufgänge, die so beidseitig, dass sie dann doch irgendwie gleich aussehen. Normalerweise bei Gebäuden mache ich da nicht so viel Wind. Die werden viel interessanter, wenn man die irgendwie mit einem schiefen Grundriss baut. Auch nicht so mit dem Lot gezogen. Oh, hier fehlt eine Stufe. Da mache ich jetzt aber nur Erde hin, da brauche ich keinen schönen Stein. Das sieht man nämlich hinterher nicht mehr, weil da ja eine Stufe drüber kommt. Und davor auch. Also. Keine Panik. Jetzt machen wir hier noch ein bisschen Erde weg. Warte mal, hier ist die... die Stufe muss weg und die auch. Ja, ja. So. So ist das schlüssig und stimmig.
So, ich bin dann oben. Oben angekommen. Bin auch mal sehr gespannt. Wie es denn jetzt hier aussieht. Das ist schon etwas luftiger als auf der anderen Seite. Hier ist es schon etwas luftiger. Also das ist ja wahrscheinlich ein bisschen besser geeignet, um hier irgendeinen Eingang zu bauen, wie auch immer gestaltet er sein mag. Tolle Aussicht. Dunkel wird es gerade, oder wie? Ja, ja, ich habe auch ziemlich lange buddeln müssen. Oh, oh, ja, da müssen wir uns hier wieder verziehen, aber schon allein dieser kleine Platz hier, da kann man doch irgendwas machen. Entweder dann hier eine Treppe runter oder hier noch drüber, da gucken wir einfach am nächsten Tag mal nach, wo es da lang geht. Jetzt heißt es erstmal eine Runde schlafen gehen. Zumachen wieder, noch die letzten Treppenstufen verprügeln. Ah, das war jetzt ungeschickt, da muss ich da nochmal ran, das geht jetzt aber nicht mehr. Komme ich da von unten irgendwie ran, wenn ich jetzt hier so... Ja, das müsste doch gehen, guck mal. Ja, und dann kommt da nämlich Schönstein rein. Hier nicht, da sieht man den nicht. Also immer schön Material sparen. So. Jawohl. Können wir auch mal noch ein paar Stufen bauen gehen. Das macht ihr immer gerne, Stufen bauen, ne? So. So, ja genau. Wie beim Friseur, ne? So schön mit Stufenschnitt. Das sieht wieder so phänomenal da draußen aus. So, das, ich glaube, das ist einfach nur ein Bug, irgendwie ein Grafikbug. Das soll wahrscheinlich gar nicht so aussehen, ne? Wahrscheinlich auch wieder so Beta 1.6. Naja. Ist halt alles Beta. Was wollte ich denn jetzt schon wieder überhaupt? Da kann man auch mal wieder reingucken, ne? Sollen wir auch mal jetzt mal ein bisschen hier Schönstein nachlegen? So, ne? Fleisch hätte ich auch braten können. Jetzt kann ich auch mal ein bisschen hier so sortieren. Können wir denn hier mal was loswerden? Ja, 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 ja. Da hat man eine ganze Menge. Das brauchen wir doch alles gar nicht hier, den Sums. Meine Güte nochmal. Glas hier ein bisschen. Wenn wir dann da oben gucken gehen, da wollen wir ja nicht irgendwie alles gefährden. Wo habe ich eigentlich mein Holz gelagert? Da in der anderen Kiste. Nicht mehr so viel. Ja, genau, den können wir auch noch dahin tun. Füllen wir das hier noch auf. Nehmen den Rest wieder mit. Gravel passt da unten hin. Da noch ein bisschen Sprengpulver sichern, bevor ich es vergesse, wisst ihr? Dann rennen wir wieder raus und ich muss das immer eigentlich sofort erledigen, sonst hat das gar keinen Sinn. Mal so ein bisschen gucken, ja, müssen wir auch nochmal in die Goldeihöhle rennen, haben wir auch schon ewig von 3 Tage vor, da mal Ressourcen zu holen. Das Wichtigste habe ich allerdings hier. Ach nee, was mache ich denn? Den baue ich doch oben. So. Und dann baue ich ja auch noch für die Stufen baue ich ja auch noch Material. Wenn ich alles wegtun hier. So, machen wir das einfach mal. Das geht immer ganz gut, wenn man das so halbiert. Und dann hat man immer eine ganze Menge. So. Das ist erstmal genug. Ich glaube, da kommen wir sogar mit aus. Ja, ihr seht. Die Sättel aus den Dungeons, einigermaßen viel Redstone schon gefunden. 3 Diamanten, ne? Da werde ich ja wahrscheinlich wohl oder übelst eine Spitzhacke draus bauen müssen, um Obsidian abzubauen, weil habe ich ja auch in der Goldsteinhöhle, Goldeihöhle schon. Hier Kakaobohnen, da lässt sich dann auch Farbstoff draus herstellen. Da ist das so die Gold, ne? Also, ist schon eine ganz wertvolle Geschichte hier. Ganz wertvolle Angelegenheit. Ich gehe jetzt mal schlafen. Ich möchte mir ja nicht die Nacht um die Ohren hauen. Boah, ist schon mal wieder was echt viel besser, dass ich jetzt hier auch mal schlafen kann. Ja. Zack, so.
Da kann man höchstens mal so einen Abenteuerraum bauen, dass man da nochmal so ein Bett in so einen freien Raum stellt, damit man da mal kämpfen kann und so. Unter erschwerten Bedingungen. Eigentlich muss ich auch die Kuschelecke langsam abreißen. Na, das ist notwendig, da wir ja da die nach oben verlegen. So, warum bin ich jetzt nach unten gelaufen? Ich weiß es nicht genau. Ich wollte doch nach oben. Ja, wenn man nach oben will, sollte man nicht nach unten laufen. Ja, das sind Dinge, die nicht zueinander passen. Hier geht's lang. Oh, sieht phänomenal aus, so eine lange Treppe, ne? Wirklich nicht schlecht. Ich setze jetzt hier einfach, ja, das können wir machen. Einfach gucken, dass wir jetzt hier schon so ein bisschen reparieren. Da muss dann, ja, das muss natürlich alles weg. Blöde Geröll. Aber da kriegen wir ja wenigstens vielleicht Feuerstein raus. Ah ja, das ganze Zeug hier muss weg. So. Da muss hier natürlich auch noch vernünftiges Licht eingebaut werden. Vernünftiges Licht, damit meine ich indirektes Licht. Also nicht diese offenen Fackeln, die da rumhängen, sondern soll irgendwie versteckt sein. Das geht, ja, das geht auch, das geht auch, das geht und das geht auch. So können wir das machen und so können wir das auch machen und so können wir das dann auch noch machen. Da können wir dann die, ja gut, brauchen wir jetzt nicht. Ich wollte mal eben ein bisschen draußen gucken gehen, wie es da so aussieht, wie die Luft ist, ne, ob sie rein ist oder ob sie... Oh, bewölkt ist sie auf jeden Fall, das ist schon mal klar. So hoch sind wir. Boah. Ach nee, ne? Es ist auf jeden Fall auch eine versprengte Luft. Warum der immer so lange braucht, um das Terrain zu bilden, das weiß ich auch nicht. Ach Mann, ich glaube, wir müssen aber jetzt auch mal unten gucken gehen. Denn es sind bestimmt einige Sachen runtergefallen. Also ich bin jetzt, irgendwie ist das cool, dass man jetzt wenigstens nicht so weit weg ist. Erstmal gucken hier. Wo war das denn ungefähr? Das ist ja auch mal interessant zu wissen. Alles schon völlig kaputt hier. Na, hier muss das doch irgendwo sein, ne? Oh, wo liegen meine Sachen denn bloß? Ich habe mich aber auch jetzt gerade wieder so völlig erschreckt, ne? Dass ich überhaupt nicht kämpfen konnte. Ich habe gar nicht reagiert, glaube ich. Ich habe nur irgendwie, ja, gezappelt. Irgendwie. Na, das ist, dass diese Creeper so eine, wirklich so, solche unterschiedliche Charaktere haben, ne? Der eine guckt uns so ganz gemütlich bei der Arbeit zu. Andere kommen mal immer nett an unsere Haustür geklopft. Ja, und andere sind dann wieder so völlig aggressiv und machen Buh. Fehlt nur, dass sie so Buh macht und dann explodiert. Da, meinen Bogen habe ich zurück. Das ist wenigstens etwas. Ach, guck mal, das liegt hier alles noch. Das sieht gut aus. Aha. Also gut, okay. Ja. Ja, hör mal, du, da wäre ich ja fast wahrscheinlich vorhin reingefallen. Wäre der Creeper nicht gekommen, wäre ich wahrscheinlich hier so irgendwie rübergesprungen und dann schwupp. Jetzt liegen natürlich meine Koteletts da alle, ne? Vom Bogen. Ha! Spannend, ne? Vor allem sind da hier unten Viecher. Ja, der hat mich auch schon da unten, der. Jetzt sag nicht, dass ich keine Hacke mehr habe. Ich mache auch Schluss. Wir sehen uns gleich wieder. Augenblick.